Ja, also wir wollen nicht Theologiegeschichte jetzt miteinander treiben. Ich will also weder von, um jetzt doch zwei Namen zu nennen, ich will weder von Bultmann noch von Künneth reden. Ich würde sagen, die große entscheidende Frontstellung wird heute wie zu allen Zeiten sich daraus ergeben, ob die Christen und dann auch die Theologen etwas begriffen haben von dem, was ich vorhin nannte, die Freiheit Gottes und dann die Freiheit des Menschen. Ich sehe überall die Gefahr der Unfreiheit. Ich habe sie in Amerika gesehen und habe da den Amerikanern in meinem Schlusswort zugerufen, dass ich hoffe, dass auch in Amerika eine Theologie der Freiheit sich Bahn brechen werde. Das habe ich den Amerikanern gesagt. Ich würde das auch den Schweizern sagen, wenn ich jetzt noch mitzureden hätte, und auch den Deutschen, wenn man dort noch auf mich hören wollte. Freiheit des souveränen Gottes und Freiheit des verantwortlichen Menschen. Daran scheiden sich die Geister. Und wenn es Fronten gibt, man muss vorsichtig sein, wenn man so militärische Gleichnisse in solche Fragen hineinbringt. Aber wenn es Fronten gibt, dann würde ich sagen, auf der einen Seite die Freunde und auf der anderen Seite die mehr oder weniger bewussten und bösartigen Feinde der Freiheit.